Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhi86 mit einem neuen Filmreihenvideo für euch. Ja, das letzte Filmreihenvideo bei Hotel Transylvanien. Und heute geht es um einen weiteren Disney-Klassiker, nämlich um Mary Poppins aus dem Jahre 1964. Regie führte hier Robert Stevenson und ist ein Musical-Fantasy-Film nach der Buchvorlage von P.L. Travers. Ja, Musik wurde hier gemacht von Richard M. Sherman und Robert B. Sherman und die beiden gewannen auch einen Oscar dafür, sowie auch die Julie Andrews, die auch hier der erste Filmdebüt gemacht hat, hat hier auch gleich mal die Hauptrolle für die beste Hauptrolle einen Oscar gewonnen und ansonsten hat auch der Film sonst noch 5 weitere Oscars gewonnen, also wirklich richtig toller Film auf jeden Fall. Der Film geht 140 Minuten, ist ab 0 Jahren freigegeben und Regie führt hier, wie gesagt, Robert Stevenson. Der hat auch einen ganz lustigen Film gemacht, und so Herbie, ein toller Käfer. In Hauptrollen haben wir der Julie Andrews, ist die Mary Poppins, hat auch mitgespielt bei Plötzlich Prinzessin 1 und 2 und wie gesagt, hier ihr allererste Hauptrolle war das hier und auch gleich mit dem Oscar abgeräumt, also wirklich tolle Arbeit geleistet. Dann haben wir Dick Van Dyke, ist hier der Bird und Mr. Dawes Senior. Den kennen wir von der Dick Van Dyke Show, Nachts im Museum und Dick Tracy. Aber auch im Teil 2 hat er eine kleine Nebenrolle noch dazu. Dann haben wir hier noch den David Tomlinson, ist der George Banks. Ist schon mitgespielt bei Herbie, ein toller Käfer. Dann die Glynis Jones, ist die Winfried Banks in 80 Tagen um die Welt, in der Originalfilm wohlgemerkt. Dann die Karen Dotries, ist die Jane Banks. Hat leider keine weiteren Rollen mehr gemacht. Und der Matthew Graber ist der Michael Banks, also die beiden Kinder, ist schon sehr bald verstorben. Der Tod war da wohl fragwürdig, an was er gestorben ist, eventuell Drogen oder auch eine Viruserkrankung. Also da ist man sich nicht ganz sicher. Und ja, um was geht's bei dem Film überhaupt? Jane und Michael halten nichts von den ordentlichen Kinderzimmern. Ebenso wenig halten sie von ihren Kindermädchen, welches die Familie Banks und ihre herumtollenden Kinder fluchtartig verlässt. Jane und Michael schreiben ein eigenes Gesuch. Sie träumen von dem fantastischsten Kindermädchen, welches sich Kinder nur wünschen könnten. Und so landet eine junge Dame namens Mary Poppins mit einem Regenschirm vor ihrer Türe. Ja, ist eine Buchverfilmung, wie gesagt. Hier ein paar Unterschiede zu der Romanvorlage. Das Buch von Travers erschien 1934 und spielte dann auch in dieser Zeit. Aber der Film, die Handlung von dem Film spielt 1910. Im Roman ist Mary Poppins eine eitle und schnippische Frau, die keine andere Meinung als ihre eigene zulässt. Im Film tritt sie deutlich freundlicher auf. Vor allem aber hat sie im Roman keine Mission zur Familienzusammenführung zu vollbringen. Sie kommt und geht, wann sie ihr gefällt. Die Charaktere von Jane und Michael bleiben im Wesentlichen erhalten. Ihre kleinen Geschwister, die erst wenige Monate alte Zwillinge, Barbara und John, kommen im Film gar nicht vor. Die Eltern sind im Buch nur Nebenfiguren und nicht näher charakterisiert. Der Charakter von Michael, Mr. Banks, wurde der Vorstellung der edwardischen Zeitalters über die Rolle des Herr des Hauses angepasst. Das Engagement seiner Frau als Frauenrechtlerin kommt im Buch gar nicht vor, weil es 1934 einfach nicht zeitgemäß wäre. Auch Mary Poppins Freund Bird spielt im Buch keine zentrale Rolle und trifft dort auch nur selten bei den Kindern zusammen. Die Figur ist auch im Übrigen mehr eine Figur aus dem Film. Dabei werden mehrere Figuren in den Büchern in einer Person kombiniert. Das Buch hat keine durchgehende Handlung wie jetzt der Film, vielmehr ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, von denen nur wenige verwendet wurden. Ach, was soll ich zu diesem Film sagen? Also ich muss echt sagen, dieser Film ist einfach ein wunderschöner, wunderschöner Film. Traurig auch, weil man hier sieht eben, dass er eben der Vater, hier der Herr des Hauses ist, ja, und nur seine Meinung gilt hier. Und Kinder haben eigentlich nichts zu lachen gehabt in diesem Zeitalter 1910. Und Mary Poppins macht ja ein bisschen, wie soll ich sagen, bringt ja ein bisschen Wind in die Segel. Und ja, einfach ein schöner, fantastischer Film mit ganz tollen Effekten auf jeden Fall auch mit dabei.
Der Film kam am 22. Oktober 1965 in die deutschen Kinos und Dick Van Dyke spielt eine gut versteckte Rolle, Nebenrolle noch. Erstmal hat er den Bird gespielt, also müsste dann, denke ich mal, er gewesen sein. Und auch noch dann der alte Mr. Dawes, der Bankchef, spielt auch noch in eine Maske eingepackt, also man sieht ihn wirklich nicht. Aber man erkennt ihn dann hier in Teil 2. Und natürlich auch der Zungenbrecher, ich hoffe, ich gehe jetzt hin, Supercalifragilisticexpialidocious. ja, ist wirklich ein Zungenbrecher. Wurde auch als deutsche Single veröffentlicht von Chris Howard. Ja, der Film hat auch einige Oscars bekommen. Wie gesagt, war in 13 Kategorien nominiert und gewann aber 5 erfolgreich. Und dann natürlich auch hier als beste Schauspielerin die Julie Andrews. So, meine persönliche Meinung zu dem Film. Ach Gott, ja. Der Film, 140 Minuten und er wird keine Sekunde langweilig. Er ist einfach ein ganz toller Fantasy-Film mit ganz tollen Musik, also ich bin ja echt kein Freund von diesen Sing-Sing-Sing-Filmen, aber hier wirklich ganz toll. Wenn Sie dann in die Zeichentrick-Welt eintauchen, diese Kombination ist einfach so wunderschön gemacht für diesen alten Film, ja, einfach nur Wahnsinn. Und solche Filme werden einfach heutzutage nicht mehr produziert. Es auch natürlich jetzt hier Mary Poppins 2, auch da bin ich extrem sehr dankbar über diesen Film. Die Mischung wirklich aus Zeichentrick und Realität-Film ist gefällt mir so extrem gut. Hätte den ganzen Film nicht weitergehen können. Man wird für mitgerissen. Man fiebert da wirklich mit den ganzen kleinen Kindern. Auch man singt auch automatisch bei diesen ganzen Liedern mit. Er ist einfach ein sehr, sehr schöner Film. Und wirklich auch sehr nachdenklicher Film. Auch ein sehr trauriger Film dann zum Schluss. Also kann ich wirklich jedem empfehlen, der auf solche Filme steht oder auch allgemein so. Ja, ist eigentlich ein schöner Familienfilm zum Nachdenken auch. Kann ich wirklich jedem ans Herz legen, diesen alten Disney-Klassiker mal anzugucken. Wirklich, weil es lohnt sich auf jeden Fall, wie sie hier durch die Zeichentrickwelt schweben. Es ist einfach ein wunderschöner Film. Und deswegen bekommt von mir Mary Poppins Teil 1 aus dem Jahre 1964 die komplette Punktzahl 10 von 10 Punkten. Auf jeden Fall bekommt dieser Film von mir, denn er ist einfach ein wunderschöner Film. Ja, lange hat es dann gedauert, bis dann mal was Neues kam. Aber es ist wirklich passiert. 2018 wurde angekündigt, Mary Poppins Rückkehr. Geile Sache. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig, dass nochmal ein Film kommt von dem Film. Hätte zwar keiner sein mehr müssen, aber ist egal. Ich habe mir dann zu Hause angeguckt und was soll ich sagen? Ja, auch dieser Film ist ein ganz toller Film. Wirklich wahr. Also, ich kann es beschreiben. Ja, Regie führte hier Rob Marshall, hat auch Fluch der Karibik 4 gemacht und auch Into the Woods, also er ist auf jeden Fall schon mal mit Disney schon mal sehr bekannt. Der Film geht etwas kürzer, geht 131 Minuten und ist ebenfalls ab 0 Jahren freigegeben. Hier haben wir in Hauptrollen natürlich fast keinen mehr von den alten, aber Emily Blunt spielt hier die Mary Poppins. Sie kennen wir natürlich auch aus A Quiet Place, Age of Tomorrow, Sicario und auch aus vielen weiteren Filmen. Sie ist jetzt wirklich sehr bekannt geworden. Dann die Lin-Manuel Miranda ist der Jack, spielt bei verschiedenen Serien mit. Und dann der Ben Whishaw ist der Michael Banks und er hat mitgespielt bei Im Herzen der See und auch bei James Bond. Und die Emily Mortimer ist die Jane Banks, hat mitgespielt bei Hugo Cabret, Scream 3 und auch bei Nothing Hill. Und auch nochmal hier, Dick Van Dyke ist Mr. Dawes Jr. Und er ist natürlich bekannt auch aus Mary Poppins, ebenfalls aus dieser Rolle, wo eigentlich er nur versteckt war. Und ja, um was geht es bei diesem Film? Die Handlung beginnt in London zur Zeit der Weltwirtschaftskrise. Jane und Michael sind mittlerweile erwachsen geworden. Michael lebt immer noch im Kirschbaumweg mit seinen 3 Kindern. Seine Schwester Jane ist auch gerade im Haus. Eines Tages nach einem schweren persönlichen Verlust werden sie von der rätselhaften Mary Poppins besucht. Mit ihren einzigartigen magischen Fähigkeiten und unterstützt von ihrem Freund Jack hilft sie der Familie, ihre Lebensfreude neu zu entdecken. Ja, und es geht eigentlich genauso schön weiter wie auch schon von bei Teil 1, ganz ehrlich. Auch hier ist, man denkt wirklich, es spielt ja im Jahre 1964 wieder. Es ist genauso, diese Kulissen sind genauso schön dargestellt worden, wie auch schon von Teil 1. Auch hier
Ich war auch schon mitgefilmt, weil wir mal gucken, was jetzt passiert, ob das jetzt auch wieder so ist mit dem Zeichentrick-Ding. Und es kam wirklich wieder so eine Szene, wo sie wieder dann in diese realen Welt, in die Zeichentrickwelt reingehen. Aber richtig cool gemacht in diesem, ja, auf diesem Ton, Tonvase. Also wundervoll, wunderschön gestaltet auch dieser Film. Er ist natürlich schwer zu erreichen, diesen Klassiker einzuholen, aber er hat es fast geschafft. Wirklich, er hat es für mich fast geschafft. Natürlich sind diese visuellen Effekte von diesem Film natürlich wesentlich besser, spielt in der heutigen Zeit und ist auch in der heutigen Zeit gemacht worden. Auch hier ein sehr nachdenklicher Film, wie man mit den Kindern am besten umgeht. Auch hier wirklich auch das sehr schön dargestellt und auch da fasst man sich immer fängt selbst an die Nase. Auch hier, auch in der Wasserwelt, wo hier eingetaucht wird, es ist einfach spektakulär, wirklich wahr. Und ja, auch hier die ganzen Schauspielerleistung von diesen ganzen Schauspielern wirklich ganz toll gemacht. Hier Mary Poppins kauft man auf jeden Fall Emily Blunt auf jeden Fall ab. Und er ist einfach genauso schön und wundervoll wie auch schon Teil 1, aber natürlich mit Abstrichen. Deswegen bekommt von mir Teil 2 von mir 9,5 von 10 Punkten. Auf jeden Fall auch ein Blick wert. Auch hier die Musik ist zwar nicht mehr ganz so schön und toll wie jetzt von Teil 1. Aber auch das trotzdem immer noch schön. Und deswegen bekommt die komplette Filmreihe von mir 9,5 von 10 Punkten. Und auf jeden Fall für euch, die diese Filme noch nicht kennen sollten, schaut sie euch an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ganz tolle Filme für die Familie, wohlgemerkt. Für die Familie ist nicht jemand, der nur Horrorfilme mag, ist er Quatsch, nicht angucken, sondern wirklich für diejenigen, die Kinder haben, die damit fiebern möchten. Und das ist ein perfekter Film für die ganze Familie. Guckt euch an, lohnt sich auf jeden Fall. Schöne Filme. Und ja, jetzt kommt ihr das. Habt ihr sie alle beide schon gesehen? Habt ihr sie schon gesehen? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare rein. Wie findet ihr diese Filmreihe? Ich finde es einfach überragend und werde sie mir immer wieder angucken können. Ganz tolle Disney-Filme auf jeden Fall. Ja, das war's von mir und man sieht sich beim nächsten Video. Bis dann, tschüss mit Ö und Bye.